Ich weiß, ihr habt schon so lange drauf gewartet. Wann kommt endlich mal wieder was Neues von Miniverse? Wurde ich sehr, sehr häufig gefragt, auch in den Kommentaren. Es ist soweit. Wir haben was Neues von Miniverse. Ich muss euch aber sagen, ihr braucht noch ein bisschen Geduld, weil das gibt es noch nicht in Deutschland zu kaufen, aber bald. Deswegen schauen wir uns das jetzt alles mal an, was ich bis jetzt schon habe. Und wir machen natürlich auch was auf. Miniverse hat ganz viele neue Sachen rausgebracht. In Amerika gibt es sie schon. Ich habe sehr liebe Freunde in Amerika. Ihr wisst, ich war im Mai erst dort. Und die haben mir ein kleines Päckchen fertig gemacht, dass ich euch vorab einfach schon mal so einen kleinen Sneak Peek zeigen kann. Und das ist nämlich das Erste, was ich hier habe. Und das Größte, was ich euch zeige. Das ist das Hershey. Heißt das Hershey? Es ist das Hershey-Set. Es gibt einfach, also es kommen unterschiedliche Sets raus dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, also von der Birthday-Serie auf jeden Fall. Harry Potter gibt es ein Set. Es ist so ein richtiges Film-Setup, so ein kleines. Und das Hershey-Set. Und in dem Hershey-Set haben wir so viele tolle Sachen drin, Leute. Ich mache das jetzt nicht auf, weil das würde viel zu lange dauern. Aber könnt jetzt hier einfach schon mal gucken. Ihr könnt jetzt hier einfach schon mal gucken, was wir da alles drin haben. Wir können da so richtig coole Sachen damit machen. Es ist auch eine Kooperation zwischen Hershey, Reese's und Kisses. Steht nämlich hier auch drauf. Und guckt mal, diese ganzen Sachen hier können wir einfach damit zaubern. Auch hier, diese ganzen Sachen. Das ist so schön. Ich habe mich so riesig darüber gefreut. Wir werden das auch aufmachen. Wir werden da auch Gerichte draus machen. Das mache ich in den Shorts. Also bleibt achtsam. Guckt gut hin und dann werdet ihr es auch nicht verpassen. Guck mal, allein diese kleinen, ich weiß nicht, was es ist hier. Allein wie süß die sind. Und hier sind einfach so richtige Reese's. Also es sind so richtige Originalverpackungen quasi. Das ist richtig schön. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir ja die Kaffee und Diner Serie 3. Die kennt ihr ja schon. Dann gab es ja die Diner und die Kaffee Serie 3. Die kennt ihr ja schon. Die ist ja schon eine Weile auf dem Markt. Und da gibt es jetzt den B-Rutsch, so sagen wir das. Also es gibt die Diner und Kaffee Serie 3B. Und die Diner Serie 3B schaut so aus. Guck mal. Und die Kaffeeserie 3B schaut so aus. Und wir haben, und das kommt jetzt schon bald, also ich glaube, es kommt sogar noch im August, aber nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht kommt das Video auch raus und die Harry Potter ist auch schon erschienen und da warten ganz viele von euch drauf. Guckt mal, es gibt einfach die Harry Potter. Wie cool ist das bitte? Können wir verschiedene Zaubertränke und sowas machen? Es wird aber auch noch eine Birthday-Serie rauskommen. Ich habe euch das im letzten Video schon gesagt. Es wird die Sanrio-Serie rauskommen. Es wird noch eine Happy-Hour-Serie rauskommen, wo man so Cocktails mixen kann und so. Und ich bin übelst neugierig, was wir hier drin haben. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal von jeder Serie eine Kugel auf. Die anderen machen wir wie immer in den Shorts. Lege ich auch mal hier auf die Seite, dass die uns nicht stören. Und übrigens habe ich die Happy-Hour auf der Comic-Con gesehen. Ich war auf der Comic-Con in Essen. Und da war Miniverse, der Miniverse-Stand. Und da habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Und da gab es schon so einen kleinen Einblick auch in die Happy Hour. Und die war richtig schön. Und natürlich konnte man auch die Harry Potter zumindest schon mal anschauen. Ich würde sagen, wir starten mit der kleinsten Kugel. Und das ist die Kaffeeserie 3B. Weil Leute, wisst ihr, wie lange wir schon keine Miniverse-Kugel mehr so richtig aufgemacht haben? Es ist gerade übelst warm. Es ist furchtbar warm, Leute. Mit so ein paar Scheinwerfern hier und so. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Und dann gucken wir nämlich gleich mal rein, welche neuen Gerichte das es auch gibt. Die sollen nämlich ganz gut sein. Es ist auch die neue Herr-der-Ringe-Serie erschienen von Miniverse. Da habe ich aber jetzt nur ein Shorts letzte Mal dazu gemacht. Das ist nicht so meine Serie. Ich kenne die Herr-der-Ringe-Filme nicht. Deswegen werde ich sie mir auch nicht holen. Aber ein Video habe ich in den Shorts hochgeladen, dass ihr mal sehen könnt, wie ja, die Inhalte sind davon. Oh, es fühlt sich so gut an. Endlich wieder Miniverse. Es ist auf jeden Fall... Oh, es ist was zu trinken. Wir haben hier diesen Rise and Shine drin und das ist dann meistens, wenn es was zu trinken gibt. Zumindest war es in den alten Serien so. Es gibt The Mini Post, Sunny Funnies and Games. Und da haben wir hier so ein kleines Comic dabei. Wie süß ist das? Und da kann man so Rätsel machen und so. Ich weiß nicht, ob das sind amerikanische Kugeln. Ich weiß nicht, ob sowas in den deutschen Kugeln auch drin ist, aber ich hoffe schon. Guckt mal. So, und jetzt kommt das Spannende. Wir machen den Zettel auf und schauen mal, was wir drin haben könnten. Ihr müsst wissen, dass ihr hier auch von der alten Serie was drin haben könnt. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich. Also es sind einige Sachen dabei, die es in der 3A gab und jetzt eben auch in der 3B. Das Sortiment hat sich quasi erweitert. So,
Das sind die Dinge, die hier alle drin sind. Und da sind ein paar richtig coole Sachen dabei. Auch das Eis ist neu mit neuen Farben. Der Wackelpudding ist jetzt gelb. Den gibt es natürlich auch in Rot. Wir haben den Beeren-Smoothie, glaube ich. Und den gibt es dann noch als Bananen-Smoothie. Die Sachen hier können wir alle haben. Und wie ihr seht, zum Beispiel die S'mores gab es ja schon. Guck mal, die da sind schön. Die da sind auch cool. Die brauchen wir auch. Wir haben hier diese glasierten Teilchen und einen Eiskaffee. Ah, ich glaube, wir haben den Eiskaffee drin, weil wir haben diese Mini-Post. Das kann natürlich sein. Wir haben wieder die Gurken und dann gibt es hier noch neu dieses Sandwich mit Bacon und es gibt dieses Meatball-Sub. Meatball. Wir haben wieder diese verschiedenen Eis, aber die da brauche ich nicht unbedingt, weil die haben mich wirklich an den Rande meiner Nerven gebracht. Und wir haben eine Mango Bowl. Da war ja die Dragon Fruit Bowl schon so schön und jetzt gibt es einfach eine Mango Bowl. Also kann es sein, dass wir hier wirklich den Eiskaffee drin haben, weil wir eben hier diese kleine Mini-Zeitung drin haben. Aber das ist auch süß, ne? Morgens einen Kaffee trinken. Wir gucken da natürlich jetzt rein, ob das auch stimmt. Aber den Kaffee machen wir nicht. Ich glaube, der Kaffee wäre für das Video jetzt einfach, ja, brauchen wir nicht. So, ja. Guckt mal, wir haben hier das Kaffeeglas. Wir haben hier klassisch, wie wir es kennen, aus den Getränken ein Strohhalm. Wir haben hier dieses kleine Pinöppel, was wir hier oben drauf stecken können. Das wisst ihr ja noch. Es fühlt sich so an, als wenn wir jahrelang keinen Miniverse mehr gemacht haben. Und wir haben natürlich hier die Pinzette. Jetzt haben wir hier Eis. Da ist das Eis. Das sind so richtig schöne kleine Eiswürfel, wie wir sie auch kennen. Das ist schön. Und wir haben hier bestimmt das Kaffeeglaze drin. Ja, Rice Shine Coffee. Cool. Haben wir schon mal eine Sache aus der neuen Serie. Da machen wir einen Deckel drauf. Das machen wir jetzt nicht. Weil wir wollen ja noch in die anderen Kugeln reinschauen. Deiner Serie 3. In der Deiner Serie 3 sind keine alten Sachen drin. Und wenn, dann nur in anderen Farben oder ein bisschen, zum Beispiel den Salat, gibt es in der neuen, ja, Komposition, kann man schon fast sagen. Aber auch hier. Oh mein Gott, Leute, es fühlt sich so gut an, endlich wieder Miniverse zu machen. Wie findet ihr das? Wenn wir wieder öfter Videos machen, dann mache ich auch die Kamera wieder von oben. Ich wollte jetzt nur heute so zum Zeigen, was wir alles haben und so. Einfach von vorne machen. Das ist cool. Wir haben wieder 12 Gerichte, die wir sammeln können. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ist eure Lieblingsserie? Also mögt ihr Harry Potter, mögt ihr die Lifestyle, die Home? Und es kommt jetzt auch noch, ja, da kommt ja auch noch was von der Lifestyle-Serie oder Home. Können wir unsere eigenen Sachen selber gießen, also unser eigenes Geschirr und so? Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, Harry Potter kommt als erstes raus und dann die anderen. Wir kennen das mit diesem Tisch. Ihr habt ja bei der Deiner Serie immer einen Tisch dabei. Und den könnt ihr nämlich dann auch hier in die Kugel reinmachen. Das habe ich schon mal gezeigt, aber ich zeige das gerne wieder. So, dann muss man das Fässer reindrücken. Und dann stellt ihr euer Gericht auf den Tisch und dann macht ihr einfach den Deckel drauf. Und dann habt ihr so eine Glocke, heißt das doch, oder? Menüglocke oder so. So, hier haben wir Stay Fresh, einen Untersetzer. Und hier sehen wir, oh, es gibt einen neuen, boah, es gibt so ein neues, ah, die Farben. Es gibt so ein neues, ich weiß nicht, wie es heißt, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Oh, nee, den Dino-Taco gibt es wieder, den will ich nicht nochmal haben. Das hier sind alles die neuen Sachen. Da sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Und es gibt einfach den Wackelpudding hier in Rot mit zwei Etagen. Mit zwei Etagen, Freunde. Und es gibt Rippchen. Schaut mal, es gibt einfach Rippchen. Aber jetzt machen wir mal auf. Wir haben wieder die Pinzette, das Pinöppel und eine Gabel. Oh nee, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich habe es vorhin noch gesagt zu euch. Guckt mal, eine Gabel. Wir haben Avocado. Wir haben Kirschtomaten. Hier haben wir Balsamico-Dressing. Ihr wisst jetzt, was da drin ist, ne? Das Balsamico-Dressing. Und hier haben wir Salat. Aber der ist bunt. Ist nicht so wie der andere. Wisst ihr, da haben wir diesen Remix mit dieser Schildkröte gemacht. Könnt ihr mal in den Shorts gucken. Aber der ist so bunt mit so rotem Salat drin oder so. Und hier müsste eigentlich die Salatschüssel drin sein. So ist es auch. Und hier haben wir die Salatschüssel. Na, da machen wir doch was Cooles draus, oder? Aber nicht jetzt, weil wir haben ja noch, ich glaube, das ist das Highlight von vielen, oder? Was wir jetzt noch haben. Also hier war jetzt noch nicht so das Neue drin, aber da steckt man ja auch nicht drin, wenn man das kauft. Man kann das super gut für Remixe verwenden. Also ich freue mich da trotzdem riesig darüber, weil wir wieder Miniverse machen. Ich habe es schon oft erwähnt. Aber jetzt, ich würde jetzt gerne Harry Potter Musik einblenden, das darf man aber nicht. Ich würde das ein bisschen zelebrieren und schön gestalten, aber wir kriegen das auch so hin und ich mache es jetzt einfach auf. Ich habe ein Loch im Deckel, Freunde. Da ist ein Loch drin und das hier kam jetzt auch gleich da rausgeplumpst. So. Aber vielleicht gehört das auch einfach nur zum Transporter rein, sonst. Ah, die ist durchsichtig, guckt mal. Oh, wie schön. Und hier auch außen, schaut euch das mal an. Das ist so richtig Harry Potter.
Machen wir es auf. Ich habe noch eine Neuigkeit, Leute. Eine Neuigkeit habe ich noch. Und zwar wird es jetzt dann einen zweiten Kanal von mir hier geben. Der heißt Testo for Life. Weil viele von euch wünschen sich Game Reviews, dass wir zusammen was spielen und sowas. Ich werde im September mit Twitch wieder anfangen. Das habe ich schon mal gemacht. Und da wird es eben auch auf YouTube hier einen extra Kanal dafür geben, wo wir dann die Videos hochladen können, wo ihr die anschauen könnt, wenn euch das interessiert. Ich verlinke euch den schon mal unten drin. Da gibt es noch keine Videos. Der ist noch im Aufbau. Aber ihr könnt euch den gerne schon mal abonnieren. Den erreicht man jetzt gerade auch nur mit Link, weil der noch nicht angezeigt wird. Und auch mein Twitch-Channel schreibe ich euch mal rein. Und dann können wir zusammen einfach Spiele ausprobieren. Wie findet ihr das? So, jetzt aber. Oh nein, wie schön ist die Verpackung. Da ist ein Tisch drin, der ist in Holzoptik. Oh, ich mag das, kennt ihr das? Ich mag das gar nicht anfassen. Guckt mal, das ist ein Tütchen. So sehen die aus. Und hier? Potions, guckt mal. So sieht das Tütchen aus. Den Zettel brauchen wir nicht. Und hier ist das goldene Buch. Nein, hier ist auch wieder alles drin, was wir haben können. Und das ist schon ganz schön viel. Hinten sieht man so wie bei der Herr der Ringe-Serie auch was, also wie es funktioniert. Oh, wir haben was richtig Cooles, Leute. Und guckt, und hier sind diese ganzen Tränke und sowas einfach drauf. Das ist schon toll. Ich weiß nicht, ob das hier selten ist oder ob das noch nicht erhältlich ist. Da bin ich leider überfragt. Wow. Guck mal, der Tisch. Oh, der ist schon sehr, sehr cool. Ah, der Tischfuß ist hier unten so drin. Den machen wir raus und stecken den... Oh nein. Ich brauche irgendwo hier eine Harry Potter-Ecke noch. Ich habe ja auch noch die Bitty Pops davon und so. Schaut mal, wie süß ist der. Oh, ich freue mich schon, wenn wir diese ganzen Sachen haben. Ich brauche da auf jeden Fall alle davon. Alle. Und auch die Kugeln, die schauen richtig schön aus. Hier haben wir so ein goldenes Band irgendwie. Was machen wir zuerst auf? So, ich glaube, wir machen das Rote zuerst auf. Spannung steigt. Es ist auf jeden Fall ein Zauberkochlöffel wahrscheinlich. Und wir haben wieder die Pinzette. Jetzt machen wir das auf. Wir haben hier eine Flasche mit so Goldfäden drin. Ne, das sehen, da sind so goldene Fäden drin. Und hier haben wir so weiße, boah Leute, so weiße Kugeln. Da sind ganz schön viele Zutaten drin. Ich zeige es euch gleich. Also, hier haben wir so eine Halterung für unser Reagenzglas. Das kommt dann wahrscheinlich hier so rein. So. Und hier oben haben wir so einen Korken. Den können wir dann da drauf machen, wenn wir es fertig gemacht haben. Guckt, so sieht das aus. Wir haben immer noch Tütchen. Glaze wahrscheinlich. Nein, was ist denn da drin? Ein Trichter haben wir. Oh, das zu machen ist ein extra Video schon fast. Und hier ist nochmal so ein Behälter mit so einem Korken obendrauf. Hier haben wir so ein Ding, wo man, also so ein Mörser, genau, Mörser heißt das. Und was das hier ist, weiß ich nicht, das zeige ich euch gleich. Oh, Leute, und hier ist ein Zauberkessel. Da ist irgendwie eine Anleitung dran. Die machen wir jetzt mal. Muss man das lesen? Muss man irgendwas lesen? Ah, das ist, ja okay, das da, Hey Leute, wisst ihr, was da drin ist? Ach krass, also das ist ja, da ist das Resin drin, unser Harz, was wir brauchen. Das ist ja mal cool. Also wirklich, oder? So, und wir haben das Video jetzt schon wieder viel zu sehr in die Länge gezögert. Wir mischen das jetzt einfach mal alles an. Dafür hole ich euch. Als erstes brauchen wir hier diese weißen Perlen. Und die machen wir jetzt hier rein. Alle, so wie es aussieht. Die kommen jetzt alle da rein. So, so sieht es jetzt aus. Das hier heben wir natürlich auf. Jetzt müssen wir das hier schon öffnen. Wenn es gehen würde. So, wir haben jetzt hier unsere weißen Perlen drin. Und die müssen wir jetzt hier zermörsern. Geht sogar. Dann haben wir nämlich hier so ein Pulver. Guckt, so sieht das jetzt aus. Von dem Glaze habe ich den Deckel nicht richtig runterbekommen, aber das war bestimmt einfach auch zur Sicherheit. Das habe ich gleich umgeworfen hier, dass das auch gut da drin bleibt und nicht aufgeht oder so. Da gibt es immer so ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden müssen. Ich habe euch das in den letzten Videos auch schon gesagt, wenn ihr Glaze an die Finger bekommen solltet oder so. Oder wenn ihr das mit den Kindern macht, dann zieht bitte Handschuhe an. Jetzt haben wir das hier ein bisschen klein gemörsert. Und jetzt sollen wir das in den Zauberkessel geben. Das machen wir jetzt mal. So. Und dann rühren wir das hier einfach um. Oh mein Gott, Leute. Oh, schaut mal, wir haben Glitzerglaze. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das glitzert richtig cool. Hier. Dann brauchen wir dieses goldene Gras hier, also diese Goldfäden. Und die sollen wir mit der Pinzette jetzt hier in dieses Gefäß reinmachen. Vielleicht kann man die auch reinschütten. Ja, schaut mal, ihr könnt die auch reinschütten. Wow. Den Rest tun wir so raus. So, da macht man natürlich wieder drauf. Das sieht auch sehr, sehr schön. Oh, falsch. Das hier war's. Das sieht nämlich auch sehr, sehr schön aus. Schaut so. Und jetzt nehmen wir den Inhalt von unserem Zaubertrank und der muss nämlich jetzt auch da rein. Dann wollen wir mal gucken, wie gut das klappt, weil ja das Papier nicht richtig abgegangen ist. Aber wir haben Gold- und Silberglitzer einfach. Wir machen das einfach mit diesem Löffel, der auch dafür da ist.
dauert natürlich ein bisschen. Da haben wir eine Kugel nicht richtig zermörsert, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich muss das nächste Mal meine Bastelmatte wieder darunter machen, weil ich gerade merke, dass ich klecker. Und das ist schade um den Tisch. Nein, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel geworden. Unser Trank ist jetzt da drin. Und da machen wir nämlich jetzt hier den Deckel drauf. Den Rest wische ich mal kurz ab hier. So, haben wir ein bisschen Ordnung gemacht. Und das hier soll jetzt eigentlich noch hier dran kommen. Also das kann man so da dran binden und dann kann man noch was draufschreiben, wofür dieser Trank quasi ist. Und dann können wir das nämlich schon aushärten. So sieht es nämlich jetzt aus. Schaut mal, das ist cool. Das härten wir aus. Ihr könnt das natürlich auch in die Sonne stellen, wie immer. Und fertig ist unser erstes Harry Potter Gericht. Ich finde das wirklich schön. Das sieht richtig cool aus. Gerade wer Harry Potter Fan ist, hat dann seinen ersten eigenen Zaubertrank gemacht. Was ich nicht so schön fand, war, dass man das hier nicht richtig abbekommt. Aber, also, wie gesagt, es ist wichtig, dass das Glaze gut verschlossen ist und so. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Ich werde es auch noch abkriegen, weil natürlich heben wir dieses Fässchen auch auf. Aber das ist schon cool, oder? Wir sind zu Ende mit dem Video. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mal wieder Miniverse zu machen. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang geworden, aber Miniverse dauert einfach. Ich gebe jetzt wieder den Kommentar der Woche frei quasi. Da nehme ich... Ich muss erst mal ein Video suchen hier. Wir nehmen das mal. Ich suche mir wieder einen Kommentar raus. Ich habe mal ein älteres Video genommen. Und jetzt suche ich mir hier wieder was aus, was ihr geschrieben habt. Und wir haben den Kommentar der Woche. Der geht an Pia Wiesner. Die hat geschrieben, kannst du mich bitte grüßen, liebe Grüße... Nee, kannst du mich bitte grüßen, liebe deine Videos. Leute, ihr müsst nicht immer reinschreiben in die Kommentare, kannst du mich bitte grüßen. Schreibt einfach einen lieben Kommentar mit irgendwas anderem. Und ich suche mir sowieso, oder beziehungsweise es ist eh Zufall, was da rauskommt. Wir sind am Ende mit diesem Video. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vergesst auch nicht, die anderen Kanäle, die ich euch gesagt habe, zu abonnieren, wenn ihr Lust darauf habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.